Was macht man damit? Ja, ist das das Richtige? Ja? Nein. Agathe? Ja. Warum muss hier sein? Ach, guck mal. Ja, Baroness? Oh. Du, Rudi, das haben die Kinder gemacht. Das schau her. Das sieht doch wirklich begabt. Sagt einmal, habt ihr das gemalt? Ja. Oh, das ist aber schön. Tja, und Ihnen, Maria, kann man ja leider nichts schenken. Sie dürfen ja nichts mitnehmen ins Kloster. Nein. Und da sind ein paar Kleinigkeiten. Ach, danke schön. Aber vielleicht freut es Sie noch mehr, dass heute jedes Kind in Ihrem Kloster in Ihrem Namen ein paar feste, genagelte Schuhe bekommt. Genauso, wie sie für meine Kinder welche angeschafft haben. Alle Kinder? Das sind ja 100. Tja, 100. Oh, danke schön. Maria! Ja, was denn? Komm doch mal! Herr Kapitän. Ja, bitte in die Bibliothek, ja? Kommst du? Ja, mal versuchen. Das ist mein Schwesterlob. Kannst du nicht spielen? Ich muss ja doch die Register heraus. Ach so. Ja, was wollen wir denn jetzt spielen? Also. Na, Agathe, wie wär's? Probier's doch mal auf der Blockflöte. Also. Ich muss schon sagen, dieses Mädchen ist bezaubert. Ja, das ist sie wirklich, ein wahres Geschenk des Himmels. Du, damit würde ich an deiner Stelle nicht rechnen. Dass dir der Himmel die schenkt, die behält er für sich. Und das ist wohl auch gut so. Ich glaube nämlich, sie ist vollkommen weltfremd. Ja? Nimmst du Zucker? Ja, bitte, 3 Stück. Und es kommen doch immer Situationen im Leben, wo man eine tüchtige und resolute Frau braucht. Ja. Ja, übrigens, du, die Prinzessin kommt morgen auf Besuch zu uns. Aha. No, da würde ich die kleine Nonne ein bisschen verstecken. Warum denn? Sie küssen. Wo bin ich und wer seid denn ihr? Hier seht ihr mich zu euren Füßen. Ich bin ein Prinz aus fernem Land.